Hallo zu einer mehr oder weniger Jubiläumsfolge von Show My Briar, denn dies ist, glaube ich, die 10. Folge mittlerweile. Ja, wie ich bereits angekündigt habe, habe ich ja Blue Jess zum Wiederbemalen bekommen, weil sie, wie gesagt, nicht schön aussah. Wer sie in ihrem Anfangsstadium sehen möchte, kann sich gerne das zweite Show My Briar angucken, denn da zeige ich sie, als sie fertig geworden ist. Ich mache hier gerade so ein bisschen Staub weg. Jedenfalls habe ich ihn jetzt von einer Jana aus der Schweiz, vielleicht kennt ihr sie, es ist die vom Briar Shop CH, zum Wiederbemalen bekommen. Und ich sollte den Kopf weniger araberig machen, damit sie mehr wie so ein Rocky Mountain Horse aussieht. Und ja, wenn sie denn mal steht, sie steht nämlich immer noch nicht gut. Ich denke, ich werde da vielleicht das eine Bein nochmal ein bisschen kasten müssen. Aber an sich, wenn man ganz vorsichtig ist, steht sie ja eigentlich schon. Also liegt jetzt nur gerade so dran. Ich habe sie zu einem Rocky Mountain Horse repainted. Sie ist nicht komplett schwarz. Ich kann mal kurz in die Sonne gehen. Ja, man sieht die braunen Schattis. Sie ist eigentlich ziemlich braun. Und die Mähne, da habe ich einen Farbverlauf reingebracht mit Pastellkreiden. Der Körper ist mit Airbrush schattiert. Die Blässe habe ich noch nicht ganz fertig, die Hufe sind auch noch nicht ganz fertig und die Augen fehlen noch, aber das sind, wie gesagt, nur so ein paar Kleinigkeiten, die ich noch fertig kriege. Ansonsten habe ich ihr den Kopf weniger araberig gemacht und einen neuen Schopf gekastet und sie ist jetzt ein stolzer Wallach. Ja, wie man sieht. Namen habe ich noch keinen, aber ich denke, ich habe schon so ein paar Ideen. Ich meine, Rocky Mountain Horses kommen ja bekanntlich aus den Rocky Mountains und dann gucke ich einfach mal nach ein paar Ortsnamen aus den Rocky Mountains, sodass sie vielleicht nach einem Ort benannt wird, den es dort gibt. Jo, es ist total heiß heute. Ich glaube, hier hat es heute so an die 40 Grad. Man könnte hinkommen. Und es ist einfach nur so warm. Und ja, also wie gesagt, ich wollte sie nur noch, oder ihn jetzt kurz zeigen. Das war einmal Blue Jess. Sie ist Geschichte. Jetzt ist sie ein Er. Und ist ein Rocky Mountain Horse Araber Mix oder so. Weil der Körper halt doch noch sehr Araber-ähnlich ist. Nun gut, dann freue ich mich, dass ihr das Video angeguckt habt. Gebt mir doch ein Däumchen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ja, demnächst ist sie dann fertig. Oder er. Demnächst ist er dann fertig. Ich freue mich. Tschüss.